Talk entwickelt sich zu einem Format, was für meinen Kanal hier recht wichtig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ihr mögt die Geschichte ganz gerne und daher habe ich euch heute wieder einen Style & Talk aufgenommen. Wir wollen das eh zukünftig, so lang wie es möglich ist, wöchentlich machen und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Nee, guten Mittag ist bei mir schon. Nichts mehr guten Morgen. Aber hängt ja immer davon ab, wann du dieses Video hier anguckst. So, Freunde der Sonne. Heute gibt es wieder ein Schmink, habe ich es früher genannt, Style & Talk. Und interessiert ihr euch auch immer so ein bisschen, welche Auswirkungen das jetzt für meinen Kanal hat, dass ich das regelmäßig mache? Und das sind super gute Auswirkungen, muss ich sagen. Ihr als Abonnenten guckt diese Videos, bedeutet, die Interaktion der Abonnenten ist höher geworden, was ganz toll ist, ne? Also ihr bekommt somit dann auch meine Videos wieder angezeigt regelmäßig. Klar, es fällt einem nicht so auf, wenn Sachen nicht mehr so richtig angezeigt werden. Aber wenn man mal danach sucht, was man alles so abonniert hat, stellt man sehr schnell fest, oh, das habe ich jetzt aber schon länger nicht mehr gesehen. So. Ich glaube, an dieser Misere hat diese Glockenfunktion Schuld. Ne, wenn man sich irgendwann mal darauf verlassen hat, ganz am Anfang hat es ja funktioniert mit der Glocke. Irgendwann mal hat man sich darauf verlassen, dass die Glocke funktioniert. Jetzt zeigt die Glocke ja nicht mehr alles an. Ne, heute wird es nicht scharf. Warum nicht? Ne. Doch jetzt. Das ist meine Drop Foundation. Irgendwann mal hat die Glocke ja alles angezeigt. Jetzt tut sich ja schon länger nicht mehr. Und auch bei Leuten, die, wo ich alle Dingsbums angemacht habe, alle, wie nennt man das? Ah, da gibt es so drei Punkte, wenn du auf die Glocke drückst. Und da bin ich auf alle gegangen. Gerade bei der Jasmina. Kriegt die Sachen nicht mehr regelmäßig angezeigt. Natürlich schon, wenn ich auf meine Abo-Box gehe. Aber da gucke ich halt nicht mehr regelmäßig rein. Ich ehrlich. Ne, also mein Verhalten diesbezüglich hat sich schon verändert. Und zwar stark. Das wird wahrscheinlich bei euch nicht anders sein. Und jetzt durch die das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Durch die Schminkvlogs, durch die Style & Talk Sachen greifen wieder mehr Leute auf meine Videos zurück, was ganz cool ist. Und das feiere ich natürlich. In meiner Welt ist heute Sonntag. Oh je, ich habe zu viel erwischt. Ich habe zu viel erwischt. Das war zu viel. Ist egal, das habe ich in dem Vorstellungsvideo von der Drop Foundation, muss ich mal gucken auf meinem Kanal, ist mir das auch passiert, dass ich einfach zu viel genommen habe. Lässt sich das natürlich nicht mehr so gut verstreichen. Die ist ja nicht ohne Grund so klein, die halt richtig stark pigmentiert ist, aber ich finde die Konsistenz trotzdem sehr schwierig, weil am Ende des Tages hängt es bei mir in den Poren. Na, also das ist schon schade. So. Weiter mit meinem Concealer. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob ich zuerst den Corrector. Concealer ist von Lavera und die Kirsten hat mir geschrieben, dass Lavera
bei sämtlichen DMs rausgegangen ist. Stimmt das? Das ist schon scheiße. Verstehe ich halt auch nicht, weil die haben gute Eyeliner beispielsweise. Klar, die Sachen sind ein bisschen teurer, aber dennoch gut. Und ich habe, wie gesagt, zwei Sachen. Ich wäre auch bereit, noch mehr zu holen. Aber so muss es halt bei Ecoverde bestellen. Naja. Mein Dance ist neben der M. Und der hat fast gar keine Kosmetik. Der hat eigentlich gar keine dekorative Kosmetik. Genau, der hat nichts Dekoratives. Null. Der hat nur. Oder hat der Dr. Hauschka? Vielleicht so ein bisschen Dr. Hauschka hat er. Ich weiß auch nicht, warum die gar keinen. Haben die nix in dem Bereich führen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also bei der bin ich gespannt, ob ich sie leer kriege. Ich werde doch hin und wieder jetzt gefragt, Coco, wie läuft das Abnehmen? Wie ihr wisst, bin ich ja hormonell echt eingeschränkt. Ich bin mal gespannt, was mein Hormonhaushalt nach der Impfung sagt, weil da wird es wahrscheinlich wieder drunter und drüber gehen. Und wenn das mit dem Hormonhaushalt nicht stimmt, dann ist Abnehmen natürlich auch echt nicht einfach. Aber, also Gewichtszahlen ändern sich gerade nicht so. Aber. Die Hose, die ich gerade anhabe, das ist die Mavi Jeans mit Loch. Da komme ich jetzt, ohne sie aufzumachen, komme ich so raus. Jetzt habe ich heute auch einen BH an, der mir doch auch ein Stückchen zu groß geworden ist. Also es ändert sich schon was am Körper gerade, ne? Also da geht gerade schon viel. Und ich habe mich auch die Tage mal gemessen und habe bemerkt, so an der Taille und an der Hüfte habe ich 1 Zentimeter weniger und an der Taille sind es 2 Zentimeter. Also, na, also es ändert sich schon gerade ein bisschen was. Ich denke, mein Hormonhaushalt, das muss ich halt einfach irgendwie einspielen. Ich bin jetzt beim letzten Mal, dachte ich irgendwie, war ich so echt frustriert so diese Woche. Ich habe eigentlich echt darauf gewartet, bis ich mein Progesteron wieder nehmen konnte. Weil, wie gesagt, ich habe dann mein Gewicht kontrolliert und alles. Musste mich dann selber ein bisschen auslachen, weil ich echt gedacht habe, durch die Einnahme von dem Progesteron wird das wieder. Pendelt sich das ganz, ganz schnell ein. Hat's aber nicht. Hat's aber nicht. Naja. Und ich habe mir jetzt gesagt, ich wiege mich einfach nicht mehr jeden Tag. Das stresst mich auch. Und alles, was mich im Moment stresst, das ist gar nicht gut. Weil meinem Blutzuckerspiegel geht es ja auch nicht so unwahrscheinlich gut. Ich habe Anfang des Jahres habe ich viel zu hohen Wert gehabt. Was jetzt viel zu hoch war halt drüber. Aber da hatte ich auch richtig roughen Stress. Also ich bin da jetzt auch gerade dran, da einfach für mich auch dazu zu lernen, wie man mit Stress umgeht. Und da bin ich echt auch am Überlegen, was für einen Zweikanal zu machen. Also da über das Thema Stress so ein bisschen zu reden. Weil das ist wirklich, das ist eine Baustelle für mich, im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, ich habe den Lililulu, die Mineralfoundation habe ich vergessen. Ist egal. Die nutze ich eh immer nur auf dem Augenlid. Macht sie einen ganz guten Job. Wenn ich die mal leer habe, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir irgendwie sowas um den Dreh hole. Beim letzten Video war ich ja mit Schimmerlidschatten geschminkt. Das hat mir gar nicht gefallen. Das ist echt nicht mehr mein Ding so. Und jetzt wieder zurück zu dem, was mir ganz gut gefällt. Nämlich matt. Aber matte Lidschatten sind meistens so, die kannst du nicht gut verteilen. War ja schon immer so. Ich muss mir echt mal wieder was besorgen. Da lege ich jetzt nicht so einen riesengroßen Wert drauf, dass das fancy Sachen sind.
Aber Martini-Schatten sind halt schon für mich echt inzwischen ein Muss. Ich mag das nicht mehr schimmernd, echt nicht. Wobei so ein Eyeliner ja viel rettet, muss man an der Stelle schon sagen. So ein Eyeliner rettet echt viel, aber ich ist nicht mehr mein Ding, echt nicht. So, Puder. Mein Puder ist der hier in der Farbe Beige. Und da könnte ich mir vorstellen, weil da das Muster schon recht abgebraucht ist, dass ich den doch auch, also das aufzubrauchen, glaube ich. Also diese Foundation rutscht einfach bei mir in alle Poren. Ich habe halt größere Poren, durch das, dass ich halt auch fettige Haut habe. Und da ist die, glaube ich, nicht geeignet. Also das Beste, was du wirklich machen kannst, ist, glaube ich, wirklich so Mineralfoundation. Wobei ich doch gerne wieder solche Sachen auch ausprobiere, wenn ich dann sowas sehe und mir denke so, ah, vielleicht ist das dann doch was. Weil ich möchte euch doch auch so ein bisschen nochmal sensibel machen in Bezug auf Mikroplastik. Da achtet man halt auch ganz oft überhaupt noch drauf. Wir haben was die Woche oder was letzte Woche mal über die Thematik auf dem Discord gesprochen und festgestellt, so bei koreanischer Kosmetik ist oft Mikroplastik enthalten. Und nicht nur das, auch Rossmann hat nicht komplett alle Isana-Produkte mikroplastikfrei. Da hat es doch in einigen Sachen immer noch Mikroplastik drin. Ich bin mir sicher, dass die das umstellen werden. Ich glaube, da können wir uns sicher sein, so wie es DM eben auch gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz. Und wir müssen einfach, was das betrifft, einfach noch sensibler werden. Gerade zum Beispiel Haarspray. Haarspray ohne Mikroplastik in der Drogerie finden, da findest du einen und der ist von Alverde und der funktioniert bei mir nicht richtig gut. Das ist echt heftig und ich muss ganz ehrlich sagen, 30 Euro für ein Haarspray gebe ich auch nicht aus. Da bin ich zu geizig. Da bin ich im wahrsten Sinne des Wortes zu geizig. Ich habe halt so ein beschissenes Internet hin, das regt mich so auf. Natürlich bin ich bei Vodafone, was auch sonst. Und wenn ich Streams gucke, was ich ja echt gerne mache, die fallen regelmäßig aus. Das ist so bescheuert. Jetzt lustigerweise bei YouTube nicht. Ich bin bei einer Spendenaktion drin. Lot für die Welt heißt das. Das gucke ich jedes Jahr so ein bisschen an. Und letztes Jahr habe ich es nicht angeguckt. Und über YouTube passt es lustigerweise. Ich bin mal gespannt, was sich noch so auf dem Markt tut mit neuen Laptops. Ich brauche ja einen neuen, wie ihr wisst. 6 Jahre ist jetzt mal alt. Und das ist natürlich in, was Laptops betrifft, das ist natürlich scheiße alt. Ne? Also da brauche ich nichts erklären. Laptop, der so alt ist, der ist der Steinzeit in der IT-Welt. Und vor allem, Fakt ist halt auch, der kann kein Windows 11. Mein Prozessor ist zu alt oder zu schwach, keine Ahnung, aber auf jeden Fall kann er kein Windows 11. Das heißt also, ich muss so oder so, muss ich irgendwann mal mir was Neues holen, weil die werden es so wie bei XP auch machen, das System irgendwann einstellen. Ist ja ganz klar, ist ja auch normal. Und dann brauchst du auf jeden Fall was Neues, weil wenn das auf dem Laptop nicht läuft. Und mir ist es halt wichtig, Glasgescheites zu kaufen, weil dann hast du wirklich 6 Jahre, wo du halt echt deine Ruhe hast. Weil ich mir schon vorgestellt habe, den halt länger zu benutzen, ne? Aber der ist voll auch von oben bis unten.
Klar bin ich auch so ein kleiner Datenmessi, aber ich habe mir den damals auch geholt, gerade dass ich eben nicht so viel Daten sammle. Also dass ich auch so ein bisschen gezwungen bin, Daten zu löschen. Und das größte Problem ist halt, dass das Betriebssystem, also da wo das Betriebssystem sitzt, auf der Sektion, das ist halt alles voll. Das ist halt einfach alles echt voll. Und da muss halt echt was Neues her. Ist egal. Ich habe damit gerechnet, ich habe gespart, ich spare auch jetzt weiter. Und das ist schon okay. Boah, ich liebe diesen Pinsel, den gibt es glaube ich immer noch von Real Techniques. Der ist einfach, auch für Dummerles wie mich, ist der halt wirklich perfekt geeignet. Und das ist auch so ein Alverde-Lidschatten, aber das war auch mal so eine LE. Gibt es das eigentlich noch? Durch das, dass ich mich da gar nicht mehr mit befasse. Ja? Gibt es so LEs noch? Habt ihr in der Vergangenheit so Zeug gekauft? Das würde mich mal interessieren. Bei mir sind jetzt die Zahlen so krass hoch. Ich habe jetzt von heute aus gesehen morgen meine Booster-Impfung. Und ich bin mal gespannt, wie es mir gehen wird. Ich habe mir dann die nächsten, also 2 Tage, also mindestens einen Tag komplett freigegeben. Also die erste, also ich hatte ja eine Johnson-Impfung und die erste Impfung, die hat bei mir voll gar nicht reingehauen. Oh Gott, mir ging es da voll schlecht. Also ich habe da Fieber gehabt des Todes. 40 Grad. So ein bisschen knapp drunter war es. Ich habe da schon so halb halluziniert. Aber so geht es mir jedes Mal, wenn ich Fieber habe. So. Ich liebe diesen Pinsel. Der Pinsel ist einfach toll. Der ist einfach super. So, und den mag ich hier auch recht gerne. Der wird von mir, wie ihr seht, ja auch viel benutzt. Vielleicht ist das echt endlich mal ein Produkt, was ich auch leer kriegen würde. Das wäre ja nicht schlecht. Ich glaube, den würde ich mir auch nochmal nachholen, weil den fand ich echt nicht schlecht. Gibt es aber auch, glaube ich, sowas ähnliches von Alverde. Aber ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Mein DM ist so schlecht sortiert immer, dass auch dieses Alverde, diese Alverde-Stände oftmals echt mega leer ist. Als ich mir den Puder geholt habe, habe ich nicht viel Auswahl gehabt. So. Dann machen wir mal weiter mit Eyeliner. Das ist immer noch der von Alterra. Ich freue mich schon, wenn der leer ist, sage ich euch. Der ist echt nicht so toll.
macht keinen guten Job. Aber bei so dekorativer Kosmetik musst du halt einfach auch bezüglich Mikroplastik aufpassen. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Dating Joe Black von Catrice. Mega guter Eyeliner. Der hatte in der Vergangenheit kein Mikroplastik. Das ist aber kein Garant, ob es immer noch so ist, ne? Für mich ist an der Abnehmerei jetzt oder an der Ernährungsumstellung eine Sache echt crazy. Ich kenne das ja nur aus der Zeit, wo ich glaube, alles falsch gemacht habe, ne? Also wo ich mich halt wirklich in eine Essstörung reingejagt habe. Und da hat für mich Abnehmen immer nur so funktioniert. Ich muss viel hungern, wenig essen und nur so abnehmen. Und für mich ist es dahingegen jetzt halt echt komisch, weil ich genug esse, dass ich satt bin. Klar muss ich auch Mahlzeiten auslassen. Jetzt am Sonntag ist es meistens immer so, dass ich frühstücke, mittags nichts esse und dann wieder abends was esse. Na? Klar ist das auch nicht so einfach für mich, weil Mahlzeiten auslassen. Also mittags ist schwierig für mich, finde ich immer, aber morgens kein Problem, weil ich eh morgens nichts esse. Und dann ist es halt schon so, dass du irgendwie deinen Aufstrich dann abwägst oder deine Margarine abwägst. Und da ich immer Bock habe, so gerade am Sonntag eine ganze schwäbische Seele zu essen, dann reicht der abgewogene Aufstrich halt nicht komplett, ne? Und Joghurt und eine ganze Seele kann ich halt auch nicht essen. Sollte ich auch nicht, weil sonst bleibt nicht mehr viel an Kalorien für danach übrig. Also man muss sich schon einschränken, aber es ist trotzdem für mich eigenartig, weil Abnehmen für mich im Kopf immer gleichzusetzen war mit ich muss hungern. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt jetzt nicht der Fall. Also ich hätte heute Abend mega Bock irgendwie auf so einen Linsensalat. Ich denke, ich werde mir auch so einen Linsensalat machen. Der haut dann halt wieder mit ungefähr 800 Kalorien rein, ist aber dann halt schon eine Menge. Ich versuche vielleicht ein bisschen weniger halt zu machen. Sonst mache ich immer schon mega viel. Glaube ich, mache ein bisschen weniger. Genau, das ist ein Plan. Ist ein Plan. Ach so, ein Kajal. Auch von La Vera. Ist halt einfach mega gut. Nee, heute wird nicht scharf gestellt. Warum auch? Also La Vera Shorts. Und das ist von Alverde. Auch bei Mascara ist es so, da ist Mikroplastik drin. Achtet da bitte drauf. Ne? Also ich mache jetzt auch gerade ein Haarspray leer, wo Mikroplastik drin ist. Aber ich versuche sowas halt dann auch nicht mehr nachzukaufen. Versucht Veränderung reinzubringen. Ich möchte euch nochmal diesbezüglich wirklich sensibilisieren. Das ist echt wichtig. Ja, ich weiß. Also Produkte zu verwenden, die dann doch nicht so gut performen, ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Gerade bei Foundation. Ja. Aber da empfehle ich grundsätzlich immer so Mineralfoundation, da macht man am wenigsten falsch. In Kajal ist es drin, in Eyeliner ist es drin. Also auch nicht in allem, man muss halt wissen, wie die Inhaltsstoffe aussehen. Meistens Carbomere oder Acrylat. Und man muss immer auf die Endung so ein bisschen achten. Ich kann auch nicht alle Inhaltsstoffe lesen, um Himmels Willen. Aber ihr müsst euch halt vorstellen,
es ändert sich in unserer Gesellschaft nur was, wenn der Endverbraucher zeigt, ich will das nicht. Ja? Und das machen halt einfach immer noch viel zu wenige, weil sie zu bequem sind. Und ich selber bin auch in so einem bequemen Modus rein, gebe ich offen und ehrlich zu, weil ich halt echt vom DM her und vom Rossmann her so verwöhnt war, weil da dieses Siegel da drauf war. Ich habe nicht mehr geguckt. Ich habe nicht mehr geguckt. Und wäre nicht Jenny aus meinem Discord gewesen, die mich darauf hingewiesen hätte, hey, guck mal, bei dem von Isana, da ist ja Mikroplastik drin. Das ist ja dieses Serum, dieses Größeres verwendet werden kann wie eine Creme. Ich wäre da voll in die Falle reingelaufen, aber geradewegs. Ich weiß, dass meine Zuschauer mich dann wieder darauf hingewiesen hätten, weil ich habe ja recht schlaue Zuschauer, was das betrifft. Und ich bin da echt dankbar. Also da habt ihr mich schon vor manche andere Sache bewahrt und sensibilisiert. Aber es ist trotzdem echt heftig, oder? Also, ach so, ich habe vergessen, meinen Blush zu verwenden. Das ist der Elf Blush. Schon wäre ich fertig. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Und du weißt, wenn du Bock auf dieses Format hast, gib diesem Video einen Daumen nach oben. Und wenn du keinen Bock auf dieses Format hast und es gar nicht geil findest, gerne auch einen Daumen nach unten. Und dann aber auch wirklich kommentieren. Das wäre echt super. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht's gut. Ciao.